Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist kaum zu fassen. Die Pfingstferien stehen an. Ich bin raus aus dem Homeoffice und mache mich auf den Weg, das Wohnmobil zu packen und stelle euch ganz kurz nur in dem Video noch zwei Kleinigkeiten vor, die diesmal mit an Bord sind am Wohnmobil. Viel Spaß mit dem kurzen Eingangsvideo, bevor es richtig in Urlaub losgeht. Ja, und was ich auch noch mal ganz gerne mache, bevor wir losfahren, ist logischerweise hier die Pumpe an. Und dann ist schon so oft gewesen, doch mal bei anderen, dass irgendwie der Druck nicht da ist oder Wasser nicht geht. Ja, ich habe schon gedacht, da haben wir schon das Problem. Nein, oh, Gott sei Dank. Ja, oh, das Ding muss ich auch mal wieder sauber machen, nachdem das jetzt so lang stand, das Wohnmobil. Das fällt mir alles an dem Tag an, an dem wir packen. Das ist natürlich ein bisschen fitzelig, was da rauskommt, aber Wasser kommt. Wasserhahn in der Küche funktioniert. Und das Ganze testen wir jetzt auch mal noch im Bad mit dem Wasserhahn. Ja, den habe ich letztes Mal öfter mal sauber gemacht. Da gefällt es mir ein bisschen besser, wie der Druck rauskommt. Okay, gut. Also, Kühlschrank geht, Wasser läuft, Heizung brauchen wir wohl hoffentlich nicht mehr, die habe ich aber trotzdem kontrolliert. Jetzt fehlt noch Gas und Herd. Das wird schon funktionieren. Jetzt wird erstmal weitergepackt. Ja, und bevor es losgeht im Urlaub, wird erstmal das andere Nummernschild abgemacht. Keine Werbung mehr für den Wohnmobilhändler, sondern neue Halterung bestellt mit der Aufschrift Viel Früher Tour. Also normalerweise sind wir ja nicht die Fans mit hier großem Schriftzug oder sowas, aber es hat mich so genervt. Das war ständig für den Wohnmobilhändler hier sozusagen, den wir eh nicht so, wo wir eh nicht so einen guten Stand mit hatten, damit rumgefahren sind. Also haben wir uns jetzt einfach billig und günstig neue Schilderchen persönlich für uns im Internet bestellt. Was macht ihr da drin? Seid ihr packen? Ja. Wohin geht's denn? Ja, und noch was Neues habe ich mir geholt für den Wassertankanschluss. Ich hatte es immer genervt bei den Campingplätzen. Habe ich übrigens einen Tipp bekommen von einem Zuschauer zum Kaufen, logischerweise. Dafür hatten wir ja die super Follower. Ja, immer wenn wir tanken wollen, ist ja dieser blöde Spritzding da irgendwo am Campingplatz an der Anschlussstelle gewesen. Und dann habe ich jedes Mal dieses ganze Ding hier abgeschraubt, um dann den Schlauch da reinzuhalten, weil so kriegst du ja mit dem Gardena-Stopp oder egal was da für ein Stopp manchmal dran ist, nicht das Wasser da rein. Und jetzt haben wir hier, kann man auf den Tankdeckel schrauben, zack, und dann kann ich den Stöppel direkt, zack, hier ranschließen und ich brauche nicht ständig gucken, dass das Wasser hier rüber spritzt und dass der Schlauch richtig drin hängt und dann rutscht er wieder raus. Nein, diesmal ist es sogar viel besser mit dem Gardena-Stopp, dass man es anschließen kann. Und wer jetzt denkt in dem Moment, ich habe aber noch einen Tipp für ihn. Nein, den anderen Tipp habe ich auch schon, weil ich ja immer nie weiß, ich muss immer ins Wohnmobil reinlaufen, Tankanzeige drücken, kennt er ja, wie viel Tank ist noch drin, wie voll, viertelvoll, halbvoll, ganz voll, wo ist es ungefähr? Nein, ich habe jetzt eine Digitalanzeige und auf der Anzeige kann man dann erkennen, wie viel Liter man getankt hat. Ist das nicht toll?
So, also logischerweise, das Ding kommt noch dazwischen und dann das da rein und los geht der Spaß und das testen wir doch jetzt gleich mal. Ja, was natürlich auch ein Albtraum ist, bei so einer Familie mit drei Kindern. Also da sind jetzt meine Schuhe nicht dabei und die Gummistiefel von uns Erwachsenen auch nicht und was weiß ich was. Das ist jetzt also nur ein kleiner Teil, da habe ich schon das Gefühl, wir brauchen eine ganze Kiste nur an Schuhen, die wir mitnehmen. Da bin ich natürlich nicht mit zufrieden. Jetzt brauche ich doch wieder eure Ideen. Es läuft mir ja viel zu sehr hier raus. Klar, der Druck ist groß. Ich habe jetzt extra so einen Regulierer angemacht, dass wenn ich weniger Druck habe, läuft es aber immer noch ziemlich raus. Woran liegt es? Logischerweise, ich meine, ist mir auch klar. Nummer eins, es gibt natürlich hier verschiedene Einsätze. Da habe ich jetzt rumgetestet mit den Einsätzen. Da wird es also nicht besser, egal was ich mache. Und natürlich, hier kommt sehr viel Wasser, sehr viel Druck durch. Und durch dieses kleine Löchlein, das spritzt natürlich, obwohl es da drin so schnell abfällt, relativ schnell an die Wand ran. Und dann kommt die Hälfte von dem Wasser wieder zurück und kommt da raus. Deshalb hänge ich ja sonst immer den Schlauch so weit rein. Aber vielleicht gibt es ja da irgendwas Dichteres oder ein anderes System als das System, was ich habe. Dann bitte jetzt in die Kommentare schreiben. Aber genug gebabbelt, für uns geht's jetzt in Urlaub. Es kommt jetzt also mal wieder ein, zwei Urlaubsvideos. Und in dem Sinne sehen wir uns wieder im Urlaub. Ich wollte eigentlich nur Bescheid sagen, wir fahren in den Urlaub. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und diesmal im Urlaub dann. Ach ja, und es dürfen übrigens Tipps in die Kommentare geschrieben werden, wohin es geht. Tipp Nummer 1, wir müssen Gummistiefel mitnehmen.